Tag der offenen Tür bei Feinden der Demokratie. Gerne, bitteschön. Dieser Mann nennt sich König von Deutschland, Peter der Erste. Wir sind Königreichsbürger, das könnte man schon sagen. Ein knallharter Reichsbürger mit Fanboys. Und ich sehe da nichts Extremistisches und nichts Kriminelles und nichts irgendwas, was er hier macht. Das sogenannte Königreich Deutschland verbreitet antisemitische Erzählungen. Und das vermeintliche Reich soll größer werden. Der König will mehr. Sein Ziel, ein Dorf in Brandenburg. Wer eine Monarchie haben möchte, der hat keinen Bock auf Demokratie. Andere sehen es gelassener. Ich hantiere mit diesem Begriff Reichsbürger nicht. Das ist für mich so ein Schubladenbegriff. Auch der Verfassungsschutz Brandenburg ist alarmiert. Dass mit einer schleichenden Akzeptanz nicht gesehen wird, welchen Beitrag man sozusagen für dieses Königreich leistet. Es geht um 44 Hektar Land, Staatsfeinde, um Anwohner, die Alarm schlagen und Menschen in diesem Haus. Schon ein bisschen tot hier, ne? Rutenberg, 1,5 Stunden nördlich von Berlin, rund 180 Einwohner. Traumhafte Idylle. Aber eine Idylle, in der offensichtlich irgendetwas nicht stimmt. Kein Reich, kein König, keine Sekte steht da. Keine Systemaussteiger in Rutenberg. Oder kehrt um, Reichsbürger. Diese Schilder hängen da vorne, hier hängt eins, da hinten hängt eins, an vielen Gärten hängen die. Und das ist schon auffallend in so einem kleinen Dorf. Die Befürchtung in Rutenberg, dass Stück für Stück Reichsbürger das Dorf übernehmen. Du fährst. Um zu verstehen, worum es geht, habe ich mich mit Tomek verabredet. Es gibt Slivovitz, bosnischen Klaren, auch für den Kameramann und eine Mitbewohnerin. Tomek ist 37, wohnt in Berlin, verkauft Merchandise von Rappern und Influencern. Mit Freunden hat er hier in Brandenburg einen alten Hof gekauft. Ah, weißt du was? Wenn du hochgehst bei uns, links in den Dachstuhl rein, ich glaube, da steht eine. Okay. So eine kleinere oder so? Eine kleinere halt, so ein Haushaltsleiter so. Ja. Mit Tomek will ich vor allem über die Felder rund um seinen Hof sprechen. Denn für diese Felder interessieren sich Reichsbürger. Das sogenannte Königreich Deutschland will damit seinen Fantasiestaat vergrößern. Welche Folgen befürchtet Tomek? Dass die Leute hier breit machen und dann eben ganz viele andere Leute mit herbringen und auch vielleicht auch rechte Ansichten dann auch noch haben, die dann auch noch mit dann herkommen. Und das möchte man einfach nicht. Die Felder gehören einer Genossenschaft, also mehreren Leuten zusammen. Viele von ihnen wohnen in der Nähe und sie flirten mitunter ganz offen mit dem Königreich Deutschland. Dieses inzwischen gelöschte Video des Königreichs zeigt, wie die Reichsbürger die Rutenberger Felder und den Ort besichtigen. Und es ist zu sehen, dass der Vorsitzende der Rutenberger Genossenschaft auf einer Königreichsversammlung auftritt. Fragen zum Königreich beantwortet er nicht. Wenn dann die ganzen, ich weiß gar nicht, wie viele Hektar es sind, ja, dann hat zum Königreich Deutschland natürlich gehen. Dass er sich dann natürlich noch mal autarker machen kann, von der Gesellschaft noch mehr abkapseln kann. Der König. Der König. Sogenannter König. Der sogenannte König. Wie absurd ist es eigentlich, dass wir gerade vom König reden. Aber gut. Was es mit diesem König genau auf sich hat, dazu gleich mehr. Welche Werte werden denn von Königreichleuten vertreten, die du nicht teilst? Die Ablehnung der Demokratie, denke ich mal direkt. Wer eine Monarchie haben möchte, der hat keinen Bock auf Demokratie. Monarchie, König, Königreich klingt für mich erstmal sehr weit weg. Aber ich verstehe, Tomek will nicht, dass Reichsbürger hier Ländereien übernehmen. Im Dorf hat sich sogar ein Bündnis gebildet. Von ihnen sind die ganzen Schilder und Aufkleber im Ort. Ines und Jörg haben sich auch dem Bündnis angeschlossen. Sie kleben wieder mal neue Sticker, das gemeinsame Bündniszeichen. Und dann hat jeder das Gefühl, ich bin nicht alleine und das zeigt es mir auch. Eigentlich ist Ines Lehrerin und engagiert sich bei den Grünen. Sie ist alarmiert. Das Königreich Deutschland bringt auch eine Ideologie mit dem Ziel, also immer mehr ihre Anhänger dazu etablieren, beziehungsweise bis hin in die dörflichen Verwaltungsstrukturen vorzudringen. Aber das Königreich Deutschland sieht sich als separater Staat.
Das heißt, alles das, was zu ihnen gehört, lösen sie aus dem Gemeinwesen der Bundesrepublik Deutschland raus. In Rutenberg kann man es nicht übersehen. Viele Einwohner sorgen sich davor, dass sich das Königreich Deutschland bei ihnen einnistet. Was ist dieses sogenannte Königreich Deutschland? Bei YouTube stoße ich auf ein Video, das die Krönungszeremonie von Peter Fitzek vor ein paar Jahren zeigt. Seitdem er, wie hier zu sehen, einen Eid abgelegt hat, hält er sich für einen König auf Lebenszeit. Früher war Fitzek Koch und Karatelehrer, er lehnt den deutschen Staat ab, versucht mit seinem sogenannten Königreich ein separates System mit eigenen Gesetzen und eigener Währung aufzubauen. Und der Verfassungsschutz, der stuft das Königreich Deutschland als extremistische Reichsbürger und Selbstverwalter ein, bei denen demokratische Grundsätze keine Geltung mehr haben sollen. Denn ich finde auch so ein Video. Peter Fitzek suggeriert, eine jüdische Gruppe sei verantwortlich für den Ukraine-Krieg. Grüß Gott, liebe Interessierte am Königreich Deutschland. Viele fragen mich immer nach den Hintergründen zu der politischen Lage, in der wir gerade stecken. Diese Fronten sollen aufgebaut werden und sie werden von einer im Hintergrund stehenden Organisation aufgebaut, die man Chabad nennt. Die Chabad ist eine messianisch-jüdische Endzeitsekte, die darauf wartet, dass der Messias wiederkommt. Außerdem behauptet er, dass Herr Putin von der Chabad weitestgehend erzogen wurde. Wenn man mal schaut, wer Herr Zelensky ist. Er war früher ein Schauspieler und er hat den Präsidenten gespielt. Das macht er ja offensichtlich ganz gut, genau. Aber er ist auch im Prinzip jüdischer Abstammung und Teil der Chabad. Auch andere Regierungen seien unter dem Einfluss der Chabad, so Fitzek. Wenn wir also sehen, die Chabad verhandeln mit der Chabad und der Chabad, dann wissen wir ganz genau, es geht in Richtung Endzeit darum, den Menschen so viel Angst zu machen, dass sie die neue Weltordnung der Satanisten einfach annehmen und das sogar noch als Erlösung empfinden. Ja, und was das Video mir zeigt, das sind vor allen Dingen zwei Dinge. Erstens unbelegte Verschwörungstheorien und purer Antisemitismus. Ich will wissen, was sind das für Leute im Königreich Deutschland und was haben sie mit Rutenberg vor? Ich fahre zu ihrem Tag der offenen Tür nach Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Wer zum Tag der offenen Tür geht, muss ein Visum kaufen im Königreich. 11 Euro wollen sie dafür haben. Und nochmal 11 Euro für Verpflegung. Am Bahnhof, da liegt das Königreich. Ja, das hier sieht doch ganz danach aus. Hier die Straße hoch. Super, danke. Bis gleich. Wir warten erst einmal vor dem Tor. Dann führt mich ein Untertan herein zum Büro, zum Interview mit dem selbsternannten König. Wo sollen wir hin? Nochmal zur Erinnerung. Das hier ist ein Fantasiestaat. Ein echtes Königreich gibt es in Deutschland natürlich nicht. Hallo Herr Fitzek. Hallo Peter. Hallo. Nee, Herr Fitzek nicht, aber egal. Wollen wir uns setzen? Gerne, bitteschön. Na dann los. Nicht nur wir filmen, auch die Reichsbürger drehen mit. Man weiß ja nie, was draus gemacht wird. Und ihr seid ja Teil des Mainstreams, also insofern schauen wir mal. Was sind Ihre Pläne für Rutenberg? Meine Pläne für Rutenberg sind, weiterhin unser Angebot aufrechtzuerhalten, sodass die Menschen, wenn sie sich dazu bekennen wollen, entscheiden können, jawohl, jetzt wollen wir es. Wenn sie es nicht wollen, habe ich Geduld und warte. Der Leidensdruck im System, der wächst doch. Also arbeiten noch alle für mich, sage ich mir. Habe ich doch gar kein Problem mit. Da hängen viele Schilder, die das Königreich ablehnen. Da steht, Rutenberg braucht keinen König. Na klar. Wieso haben diese Leute Angst vor Ihnen? Diese Leute haben sich mit den Sachen niemals beschäftigt. Die schauen niemals in die Tiefe. Aber ich sehe viele durch propagandistische Methoden im Prinzip dahin gebracht. Viele Leute, die diese Schilder aufgestellt haben, viele Leute, fünf die das sagen. Na, wir haben locker 30, 40 Schilder gesehen. Ich weiß. Fünf Leute können doch locker 30, 40 Schilder aufstellen. Das ist kein Problem. Mit fünf Leuten kann ich 100 Schilder aufstellen. Fest steht, in Rutenberg sorgen sich Menschen vor Reichsbürgern. Nicht so schlimm. Sind Sie Reichsbürger? Das ist die Frage, was ist die Definition eines Reichsbürgers? Das ist genauso. Das, was die Mainstream-Medien machen, sind gewaltbereite Aluhutträger, die verrückte Spinner sind, die rückwärtsgewandt sind, die Hang zur Waffenaffinität haben. All das sei er nicht, betont er. Aber? Weil wir ein Königreich haben, könnte man sagen, wir sind Königreichsbürger. Das könnte man schon sagen. Ich frage nach seinem antisemitischen Weltverschwörungsvideo. Für mich sind das Satanisten. Wenn Satanisten sagen, ich muss die Welt ins Chaos stützen, damit danach im Prinzip etwas schöne Ordnung draus werden kann und die neue Weltordnung, dann ist das eine Vorgehensweise, die ich nicht teilen würde. Für mich klingt es antisemitisch, wenn Sie sagen, das ist eine jüdische Endzeitsekte. Nein, ist es ja nicht. Die Welt kontrollieren möchte. Es sind Satanisten.
Möglicherweise ist das viele Juden Mitglied dieser Sekte sind. Das kann nur durchaus sein. Aber es gibt ja auch eine Menge deutsche Idioten, sage ich mal sowas. Genauso wie es jüdische Idioten gibt oder wie es arabische Idioten gibt. Aber in seinem Verschwörungsvideo ging es um eine jüdische Organisation. Nach dem Gespräch bekomme ich eine Privatführung durchs Königreich. Auf dem Tag der offenen Tür präsentieren sich die Reichsbürger und ihre Vorzeigeprodukte. Linseneintopf, Gulaschkanone. Richtig. Und das ist beispielsweise etwas, was wir auch produzieren, und das ist vegan. Es geht weiter in Richtung Hof. Hier stehen auch immer sehr viele Flügel rum, manche bei uns so viel, wie Leute Klavier spielen können. Und das können die Leute in 8 Wochen lernen. Ich habe es auch in 8 Wochen gelernt. Wahrhaft königlich. Draußen will Peter Fitzek noch das Sägewerk zeigen. Erst später fällt mir auf, 2 seiner Fans folgen uns dabei. Zurück drinnen präsentiert Fitzek noch ein Produkt, selbstgemachten Königreichkäse. Ja? Mal testen? Das ist richtig lecker. Ginge das nicht einfach auch auf... In Rutenberg? Unmöglich. Nicht Rutenberg, irgendwo in der Bundesrepublik. Nee, das geht nicht. Das geht nur im Königreich? Das geht nur im Königreich. Übrigens, inzwischen verfügt das Königreich schon über mehrere teure Immobilien, legal erworben. Darunter ein Schloss und ein Landgut, offenbar in Millionenhöhe, finanziert wohl mit dem Geld seiner Anhänger. Glauben Sie das eigentlich wirklich, was Sie erzählen? Natürlich glaube ich, was ich erzähle, sonst würde ich das alles gar nicht tun. Na, es ist ja auch lukrativ. Lukrativ ist es für mich gar nicht. Es macht mir nur Probleme. Sie haben Immobilien in Millionenwert erworben. Was interessieren mir die Immobilien? Ich kann in nur in einer Immobilie wohnen. Und da wohne ich in einer 65 Quadratmeter Wohnung und mehr nicht. Wieso dann immer mehr, mehr, mehr? Mehr, mehr, mehr. Deswegen, weil immer mehr Menschen eine sinnvolle Arbeit brauchen, fernab des Systems ist. Fernab des Systems. Laut eigenen Angaben hat das Königreich über 5000 Mitglieder. Dem Verfassungsschutz zufolge dürfen von denen aber gerade einmal 10 den König wählen. So viel zum Thema Demokratie. Ich frage mich, stört es die Besucher eigentlich gar nicht, dass das hier eine vermeintlich extremistische Veranstaltung ist, so schrullig sie auch aussieht? Stört mich überhaupt nicht. Warum? Gar nicht. Weil ich denke, dass er eine gute Sache macht und ich sehe da nichts Extremistisches und nichts Kriminelles und nichts irgendwas, was er hier macht. Nein. Wieso? Weil ich erstmal unvoreingenommen hierher gekommen bin. Das ist eine schwere Frage. Da will ich jetzt nicht Stellung dazu beziehen. Ja. Zurück nach Rutenberg. Der selbsternannte König will also gern hier Land übernehmen. Mir kommt das Dorf gespalten vor. Auf der einen Seite diejenigen, die Schilder aufhängen, und auf der anderen Seite die Menschen in diesem Haus. Einige im Haus, nicht alle, sind in der Genossenschaft, die die Felder besitzt, um die sich der ganze Streit dreht. Manche leben in diesem Haus, andere kommen am Wochenende. Für manche ist die Gemeinschaft ein Selbstversorger-Aussteigerprojekt, anderen missfällt die Schulpflicht. Und dann gibt es ein paar, die mit dem sogenannten Königreich Deutschland sympathisieren. Alles nicht leicht zu durchblicken. Nach langen Vorgesprächen sagen 2 schließlich ein Interview zu. Sie fühlen sich missverstanden, in den Medien falsch dargestellt. Wir nutzen hier den Platz, um, wie du siehst, Tischtennis zu spielen, den Kindern Auslauf zu gewähren. Sie zeigen mir das Anwesen. Wohnwagen, Schuppen, ein Zelt, auch Kinder sehe ich während der klassischen Schulzeit. Sie nennt sich Kati, hat früher Business Administration studiert, ist Berlinerin und wurde in die Genossenschaft aufgenommen. Wie nimmst du die Leute in der Gemeinschaft hier wahr? Sind die offen für so ein Gedankengut? Für extremistische Ansichten ist aus meiner Perspektive niemand offen. Janosch ist noch Mitglied des Königreichs. Inzwischen arbeite er aber nicht mehr für die Reichsbürger, sagt er. Und ursprünglich sei er dorthin gegangen, weil das Königreich, genau wie er, eine Schulpflicht ablehnt. Schulpflicht ist sein Thema, darüber spricht er viel. Jetzt stört ihn aber vor allem, dass er mit anderen vom Königreich in einen Topf geworfen wird. Ich habe überhaupt gar nichts gegen irgendwelche Demokratie oder demokratische Werte auf gar keinen Fall. Also ich empfinde das als Unterstellung, dass, weil andere Menschen etwas sagen, das dann wieder auf mich zurückgeführt wird. Weil meine Werte sind das eigentlich sogar noch viel basisdemokratischer, als wir das haben. Das wäre mein Wunsch. Für Janosch scheint das zu passen, Mitglied des Königreichs zu sein und gleichzeitig zu behaupten, Demokrat zu sein. Beide, Janosch und Kati, sagen, sie suchen hier in Rutenberg ein naturnahes, gemeinschaftliches Leben. Aber warum ist der Kontakt zwischen Rutenberg und dem Königreich überhaupt entstanden?
Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es keine antidemokratischen Ursachen gab oder keine extremistischen Ursachen oder dergleichen. Also das war nicht die Bestrebung, warum man die Kooperation gesucht hat. Es sei vielmehr um gemeinsame biologische Landwirtschaft gegangen. Ging es vielleicht auch ums Geld? Dazu könnten sie nichts sagen, so die Antwort, weil sie damals noch nicht dabei gewesen wären. Kati und Janosch erinnern sich aber an Konflikte, die zwischen ihrer Gemeinschaft und dem Königreich aufkamen. Am Anfang hatte sich so angehört, als klar, wir bauen hier Sachen an und dürfen dann hinterher mit dem KRD als Abnehmer rechnen. Und hinterher stellte sich es dann anders dar, dass uns gesagt werden sollte, was wir hier anzubauen haben, was einfach was wahnwitzig ist, weil der Boden hier in der Uckermark nicht so gut ist, dass man sich sagen lassen kann, was wir hier anzubauen haben. Tatsächlich gibt es ein öffentliches Statement. Darin heißt es, die Art der Zusammenarbeit mit dem Königreich Deutschland werde ausgesetzt. Ausgesetzt, nicht beendet. Eine Distanzierung mit Hintertüre. Kati sagt, sie wolle verhindern, dass die Reichsbürger die Felder bekommen. Janosch weicht klaren Positionen zum Königreich eher aus. Also jetzt bin ich seit einem Jahr nicht mehr dort. Aber ich habe nach wie vor Freunde, die dort sind. Ja, ich bin auch kein Gesandter vom Königreich und ich vertrete auch nicht die Ziele des Königreichs, sondern ich vertrete meine Ziele. Und ja, die sind individuell. Zum Beispiel mehr Kunst machen, wie er sagt. Im Prinzip einfach nur sein eigenes Ding machen. Kann man gut finden oder ziemlich bequem. Wie gefährliche Extremisten wirken die beiden auf mich jedenfalls nicht. Im Gegenteil, eher wie Aussteigertypen und ein bisschen ratlos. Das ist das Rathaus für Rutenberg in der nächstgrößeren Stadt. Die Bürgermeisterin hat natürlich auch mitbekommen, was in Rutenberg los ist. Was unternehmen eigentlich die Behörden zu den Vorfällen in Rutenberg und wie bewerten sie die Situation? Das will ich eigentlich von der Bürgermeisterin wissen, aber die will mir kein Interview geben und deswegen habe ich meine Fragen schriftlich geschickt. Was sagt sie dazu, dass Reichsbürger an die Besitzer von brachliegenden Immobilien herangetreten sind? Dass manche in der Genossenschaft mit dem selbsternannten König sympathisieren? Antworten auf meine Fragen bekomme ich nicht. Immerhin spricht der Verfassungsschutz Brandenburg mit mir. Mir geht es nochmal um das Statement aus Rutenberg, die Zusammenarbeit mit dem Königreich sei ausgesetzt. Den Referenten Christian Pfennig frage ich, ist die Ankündigung für ihn glaubhaft? Wir würden sie als nicht sehr glaubhaft beurteilen, denn zuletzt ist es ja noch gar nicht so lange her, dass zum Beispiel der vermeintliche Pressesprecher des Königreichs Deutschland auf dem Grundstück, um das es hier geht, in Rutenberg, ein Interview geführt hat, und zwar nicht als Privatperson, sondern in seiner vermeintlichen Funktion als Pressesprecher. Seine Befürchtung, dass Extremismus klammheimlich normal werde. Eine Gefahr im Sinne von physischer Gefahr für die Nachbarschaft oder für andere Einwohner in Rutenberg sehen wir jetzt nicht unmittelbar. Aber die Gefahr, die wir eben für das System sehen, ist, dass mit einer schleichenden Akzeptanz nicht gesehen wird, welchen Beitrag man sozusagen für dieses Königreich leistet. Insbesondere, wenn das Königreich vielleicht gleich nicht unbedingt mit offen als extremistisch zu erkennenden Parolen dort angedockt ist. Frau Gruber ist auch Mitglied in der Genossenschaft, auch wenn sie sich inzwischen etwas zurückgezogen hat. Sie kann mir sagen, wie alles anfing und nochmal, warum. Ich habe das Königreich selber kennengelernt, weil ich war anfangs Teil der Initiative, die mit dem Königreich einfach Kontakt aufgenommen hat und geguckt hat, ob das ein Partner für uns sein kann. Weil wir haben immer nach Partnern gesucht, die uns unterstützen können oder mit denen wir, ne, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Geld fließt und so. Also Unterstützung heißt Geld? Auf jeden Fall heißt es auch Geld. Und dann fand das bei einigen mehr Anklang und bei anderen bei mir so erstmal, ich habe erstmal ein bisschen abgewartet. Und dann haben sich Menschen einfach mit dem Peter vom Königreich getroffen und haben auch mal an so einer Schulung da teilgenommen. Es ging also ums Geld. Und das Königreich habe auch Arbeiter geschickt. Menschen kamen, die geholfen haben. Die wurden vom Königreich bezahlt. Und ja, es ging einfach mit dem Ausbau des Hauses weiter. Sonst wäre das auch eine Brache gewesen. Um die politische Ideologie sei es weniger gegangen. Heißt,
Den meisten in der Genossenschaft war es demnach also ziemlich egal, woher das Geld kam. Hauptsache, es kam. Am Ende geht es ja irgendwie immer ums Geld. Ich habe euch gar nichts zu trinken angeboten, falls ihr noch was trinken möchtet. Gerne, ja. Bedient euch einfach. Du auch? Nee, das ist Olli. Das ist Olli. Wie gesagt, alles echt verwirrend hier. Nur bei einer Sache ist Frau Gruber inzwischen sicher. Er hat aber zu viel versprochen für viele Menschen. Also für einige Menschen, die auch bei uns gelandet sind dann. Die haben das alles geglaubt, eins zu eins. Aber ich meine, sie können auch selber ein bisschen nachdenken vorher. Also er verspricht viel. Natürlich, er wirbt, verspricht viel. Also hat da viel versprochen, viel. Ich habe von Menschen gehört, der hat das und das gesagt. Ihr könnt da und tolle Gemeinschaft und toll dies und toll das. Und einige von denen haben aber da keinen Arbeitsplatz gekriegt, obwohl sie da mitgemacht haben. Und haben dann kein Geld gekriegt und mussten dann ganz schnell wieder gucken, wo verdiene ich meine Brötchen woanders. In Rutenberg kommunizieren die beiden Seiten fast nur noch über offene Briefe und über das schwarze Brett. Schräg, da die meisten praktisch Haus an Haus wohnen. Auch Ines und Jörg, die mit den Aufklebern, lehnen den Dialog ab. Wieso eigentlich? Das ist halt einfach so eine Grenze. Und ich glaube nicht, dass wir Überzeugungstäter, in Anführungsstrichen Täter, argumentativ erreicht. Nicht, wenn die in solchen schon fast Sektenstrukturen sind. Und den beiden ist noch ein anderer Punkt wichtig, den sie mir mitgeben wollen. Und zwar, wie wichtig es sei, öffentlich die Stimme zu erheben, gerade in dieser Region. Wir sind hier im Osten, wir sind vielleicht nicht alle richtige Ossis von Geburt an, das ist sehr gemischt. Aber es gibt eben auch im Osten Leute, die sich gegen solche Strömungen wehren und sagen, wir wollen das hier nicht. Also ich bin in der DDR aufgewachsen und alles, was mit Indoktrination zu tun hat, und das sehe ich eben im Königreich, da gehe ich die Wände hoch. Das kann ich einfach nicht ertragen, weil ich das wirklich an mir selber gespürt habe und weiß, wie schwer es ist, sich wieder daraus zu lösen und einen eigenen Weg unter sich selbst erstmal wiederzufinden. Und deswegen war für mich klar, nee, also das kann jetzt hier nicht wahr sein. Was aber wahr ist, Rutenberg wirkt wie ein gespaltenes Dorf. Krüppchenbildung, Zeigefinger, Hörensagen, Wagenburg. Vielleicht, weil die Sorgen so groß sind, vielleicht, weil die Vorwürfe so schwer wiegen und vielleicht auch, weil Nachbarn nicht mehr miteinander reden. Ab jetzt findet ihr uns primär in der ARD Mediathek. Neue Folgen gibt's jetzt immer montags. Folgt dem Link, wenn ihr mehr über Reichsbürger wissen wollt. Manuel Möglich konfrontiert dort zwei Köpfe der Bewegung.